Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die vorliegenden Anträge von Rot-Grün sind für sich genommen nichts anderes als übles Wahlkampfgeschrei, das man ja von den emotionalen Grobmotorikern aus der sozialistischen Ecke seit mehr als 100 Jahren gewohnt ist. Seit Langem dominiert dieses Geschrei die Parlamente der Bundesrepublik Deutschland und ist in jüngster Zeit auch hoffähig geworden. Heutzutage darf man auf friedlich spaziergehende Bürgerinnen und Bürger, die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, als Wissenschaftsfeinde, Geschichtsverharmlosende, Politik- und Staatsfeinde, Verschwörungsgläubige sowie als strukturelle Antisemiten beschimpfen und das von einer SPD-Bürgermeisterin in öffentlicher Ratssitzung. Nun, jetzt in der Aktuellen Stunde steht die Schul- und Bildungsministerin am Pranger sozialistischer Selbstgerechtigkeit. Chaosplan, zweifelhafter Vorschlag, Offenbarungseid einer gescheiterten Schulpolitik. Das sind die Begrifflichkeiten, mit denen die Sozialisten gegen die Ministerin und einen ihrer beiläufig dahingeworfenen Gedanken wüten. Denn niemand geht davon aus, dass der Denkanstoß, den NC für das Lehramt abzuschaffen, bereits als ausgereifter Plan mit einer genauen Umsetzungsvorstellung vorliegt. Dieser dahingeworfene Gedanke verdient es deshalb im Grunde nicht, Anlass für eine Aktuelle Stunde zu sein. Da schmerzen die Bürger ganz andere Probleme. Aber so ganz undankbar bin ich nicht für diese Aktuelle Stunde, gibt sie mir doch Gelegenheit, einen ungeschmickten, unideologischen Blick auf die über lange Zeit sozialistisch geformte Schul- und Bildungspolitik zu werfen und die Misere unseres Bildungsabstiegs zu beleuchten. Das ausgerechnete Antrag der Grünen als Vorwurf gegenüber der jetzigen Schul- und Bildungsministerin den Titel trägt Offenbarungseid einer gescheiterten Schulpolitik ist wirklich ein Schenkelklopfer. Also wenn man irgendein eindrucksvolles Beispiel für das krachende Scheitern einer Schnapsidee und ein Beispiel für völlige bildungspolitische Unfähigkeit vorweisen möchte, dann eignet sich dafür in hervorragender Weise die sozialistische Bildungspolitik des letzten Jahrzehnts. Das Chaos, das Sie in den Schulen und an den Universitäten angerichtet haben, sucht seinesgleichen, wird in nächster Zukunft erst wieder übertroffen werden von der sogenannten Klimarettungspolitik der genialen Ampelregierung in Berlin. Man muss es Ihnen lassen. Sie verstehen Ihr Handwerk, gut funktionierende Systeme und Strukturen so lange nach Ihren realitätsfremden Vorstellungen zu bearbeiten, bis sie zusammenbrechen. Beim Bildungssystem in NRW haben Sie es genauso geschafft wie in Baden-Württemberg, das einstmals zusammen mit Sachsen und Bayern das bildungspolitische Musterländel war und nun in allen Vergleichstests ans untere Ende der Rangliste abgerutscht ist. Ihre Bildungspolitik war so schlecht und hat die Lern- und Arbeitsbedingungen derartig verschlechtert, dass Sie 2017 abgewählt worden sind. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und reden von gescheiterter Schulpolitik der jetzigen Landesregierung. Nein, da muss ich als Vertreter der eigentlichen Oppositionspartei in diesem Landtag zugestehen, dass das Schulministerium unter Leitung von Ministerin Gebauer die schlimmsten Entwicklungen der letzten Jahre gestoppt und eine völlig verwählte Bildungsvorstellung abgeräumt hat. G9, Englischunterricht in der Grundschule, Inklusion, Förderschulen erhalten, Schreiben nach Gehör abgeschafft, Stellenausweitung, Einrichtung von Hauptschulklassen in Realschulen, Corona-Management. Ich bin erstaunt, dass meine Vorredner das alles nicht erwähnt haben, aber das ist ja Ihre Sache. Deshalb bezog sich meine Kritik an der Schulpolitik der jetzigen Regierung außerhalb der unseligen Corona-Maßnahmen in den letzten Jahren immer auf die Unzulänglichkeit der Verbesserungsmaßnahmen, die eben zum einen die strukturellen Mängel der sozialistischen Schulpolitik nicht angegangen ist und zum anderen selbst immer noch dieser Denkweise verhaftet ist. Deutlich wird die Beibehaltung der sozialistischen Denkweise an der Beibehaltung einer Inklusionsidee, die den Kindern, vor allem den Kindern mit Förderbedarf, eher schadet als nützt. Weiter beibehalten hat man die Nivellierung von Leistung, festgehalten wird an hyperheterogenen Lerngruppen, obwohl die Dorfschule mit ihrer sehr durcheinandergewürfelten Schülerschaft in unserem Land längst der Vergangenheit angehört. Das hat natürlich zur Folge, dass die sogenannten Formen des gemeinsamen Lernens weiter gefördert werden müssen. Dadurch werden die Lerneffekte verringert, ebenso die Lernfreude und die Lernmotivation. Obwohl die Landesregierung also die schlimmsten Verwerfungen der sozialistischen Bildungspolitik geheilt hat, bleibt sie immer noch in den Strukturen sozialistischer Bildungspolitik verhaftet und kann somit nur an den Symptomen der Fehlentwicklungen herumdoktern. Sie trauen sich eben nicht,
grundlegende Formen in der Schul- und Bildungspolitik anzugehen, denn dann müssten Sie Fehlentscheidungen rückgängig machen, die Sie in Ihrer ersten schwarz-gelben Regierungszeit zu verantworten hatten. Und Sie müssten gegen den Schulkonsens verstoßen, den zumindest die CDU vollkommen leichtfertig mit den Vertretern einer sozialistischen Bildungspolitik eingegangen ist. Damit hatten Sie Rot-Grün freie Hand gegeben, Ihre Vorstellung von Gleichheit durch Leistungsabbau und durch Einebnung zweckmäßiger Strukturen umzusetzen. Zu diesen zweckmäßigen Strukturen gehörte eben auch bis ins vorletzte Jahrzehnt hinein die zweistufige Lehrerausbildung, die dafür gesorgt hat, dass in allen Schulstufen eine genügende Anzahl von Lehrkräften zur Verfügung standen. Die pädagogischen Hochschulen leisteten eine vorzügliche Nachwuchsarbeit für die Pädagogen in den Grundschulen und den Schulformen der Sekundarstufe 1. Das Lehrausbildungsgesetz vom Mai 2009 hat dies beseitigt und das Studium für das Lehramt an Grundschulen dermaßen erschwert, dass ein großer Teil der Studenten das Studium abbricht. Und ein Eingriff in die Qualifikationsnachweise in diesem Lehrerstudium wäre eben kein Abbau von Kompetenz, sondern es wäre vernünftig, damit die Studienabbrecherzahl sich senkt. Dazu kommt der Mangel an Studienplätzen, der ein Übriges zum Mangel an Lehrkräften für den Grundschulbereich dazu tut. Sie haben bei all Ihren sogenannten Reformen nicht vom Ende her gedacht und die Auswirkungen Ihres Handelns gar nicht abgesehen, weil Sie offensichtlich nicht die Schüler als Individuen und die individual- wie sozialpsychologischen Bedingungen für erfolgreiches Lernen berücksichtigt haben. Sie haben sich von den sozialistischen Bildungspolitikern auf den Leim der Gerechtigkeitsdiskussion führen lassen, und da kleben Sie noch heute, aber für eine zukünftige Koalition mit den heute scheinbar ideologischen Gegnern von Rot-Grün bleibt für die FDP ja immer noch die Tür geöffnet. Und dann wollen wir mal sehen, was nach der Wahl im Mai passiert, wie plötzlich jetzige Parteien, die sich als Gegner hier behaken, plötzlich im kuscheligen Koalitionsbett liegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Seifen.